Und Avery, vielen, vielen Dank dir für den 9. Monat. Twitch Baby ist da. Danke, Dave, für die tollen... Oh, wait. Hi, Kumpel. Okay, normale Waffen machen dir immer noch keinen Schaden. Sofort, Avery. Jawohl, komm. Scharfsteinscherben, nice. Oder sind es Hartsteinscherben, die ich brauche? Ich glaube, ich brauche Hartsteinscherben, oder? Also große Hartsteinscherben. Ah. Danke, Dave, für die tolle Unterhaltung in diesem bescheidenen Jahr. Das hat echt sehr geholfen. Das freut mich, Mann. Dickes Herz zurück. Merci. Ja, ey. Ich habe ja letztens meinen Jahresrecap gemacht. Und da hatte ich tendenziell ein recht positives Fazit von diesem Jahr ziehen können. Aber mir ist auch klar, dass ich da in einer sehr luxuriösen Position bin und dass viele, viele Leute ja in dezent anderen Situationen sind und das eine ziemliche Ausnahmeposition ist, in der ich stehe. Grundsätzlich eigentlich so ziemlich jeder, der YouTube und Co. macht, kann sich da sehr glücklich schätzen, sofern man auch ja, eine bestimmte Größe hat, damit da irgendwie coole Chancen sich ergeben, aber das war halt krass. Also, dass auch zwischenzeitlich die ganzen Musiker zum Beispiel halt auch Musik irgendwie auf Twitch gemacht haben, so ein Herman Lee oder so, der halt super viel streamt und auch andere Musiker, die dann streamen und dann tut man sich mit YouTube-Musikern quasi zusammen, also YouTubern, die Musik machen und das ist schon krass. Und gute Nacht, Fluvius. Und moin auch, Plätti. Nee, Hartsteinscherben brauche ich schon. Ich habe keine Hartsteinscherbe. Kriegen wir das denn her, das Zeug? Ich überlege gerade. Oh wait, Pfad des Herrschers war quasi das Zwischengebiet hin zum Silver, zum Turmritter, ne? Ah lol, dann war ich vorhin, als ich mir das Schild geholt habe, hier oder was? Okay. Ist nicht hier auch irgendwo ein Crystal Lizard gewesen? War das hier unten eventuell dann? Große Hartsteinscherbe mal eins. Okay, Leute, ihr seid herzlich willkommen. Come on, noch eine. Dann einfach easy plus 10 Waffe. Nein, normale Scharfsteinscherbe. Nee, Scharfsteinscherbe. Ich brauche Hartsteinscherben. Naja, aber große. Die hören aber immerhin, ne? Okay, nochmal neu laden. Und dann haben wir es vielleicht gleich. Und gute Nacht auch dir, Brickloader. Auch einmal lieber. Schönen Feierabend, beziehungsweise gute Nacht dir. Werde ich es danach nochmal durchspielen? Ich glaube nicht. Ich denke mal, ich werde dann eher in Richtung Dark Souls und Co. nochmal schreiten. Ich bin mal gespannt auf die Teile des Spiels, die ich noch nicht so gut kenne. Ich
habe in Boletaria noch ein bisschen weiter gezockt damals, aber nie den finalen Boss gelegt in Boletaria. Und darüber hinaus habe ich noch ein bisschen in der vierten Welt weitergespielt, allerdings da die beiden verbleibenden Bosse nicht geholt. Ich habe auch in quasi dem Tal der Schändung nicht weitergespielt im Vergleich zu dem, wo ich jetzt stehe aktuell. Ich glaube, ich habe damals... Habe ich den Boss besiegt? Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, kurz vorm Boss aufgehört. Und dementsprechend kenne ich eigentlich das meiste von dem, was wir bis jetzt gezockt haben. Und meine Überlegung ist folgende. Ich zock noch weiter und guck mal, wie so das Gefühl ist. Wenn ich merke, okay, ich kenne auch alles weitere, was wir quasi dann zocken. Oder das ist zu wenig Neues, was ich dann quasi erlernen muss. Dann würde ich vermutlich sogar eher in Richtung Dark Souls 2 oder 3 gehen. Weil Bloodborne, abseits vom DLC, habe ich schon mal durchgespielt. Und Dark Souls habe ich auch schon einmal komplett durchgespielt, ich glaube zweimal zur Hälfte ungefähr. Und dann würde ich vermutlich sagen, jo Leute, wir zocken dann etwas, was unbekannter ist, weil immer nur das Bekannte dann hintereinander zu zocken wäre auch irgendwie lame. Aber da würde ich halt erstmal gucken, wie es jetzt mit Demon's Souls groß weitergeht. Aber ich würde das auch nicht direkt im Anschluss zocken, weil ich glaube, da würde ich eher noch ein, zwei Games voranschieben. Allen voran wächst bei mir immer und immer mehr die Lust auf Ghost of Tsushima. Und das wäre vermutlich sogar das nächste Game, was ich dann hier als Story-Game zocken würde. Plus Anno weiterzocken ist auch noch irgendwie auf dem Plan und dementsprechend, da gibt es noch ein bisschen was. Im zweiten Abschnitt der Welt Steinfangkatakombe gibt es einen Händler, der große Hartschnittschärfe 1500 Seelen hat. Danke für den Hinweis. Jetzt muss ich überlegen, wo der Händler ist. Im zweiten Abschnitt. Das ist doch quasi da schon, wo wir gerade gestartet sind. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe da noch nie einen Händler gesehen. Ich mache hier einfach mal schnell weiter. Das wird mit Sicherheit gleich schon klappen. Ach, by the way. Einen Ring kann ich gerade ersetzen. Ring der Regeneration. Gegen. Erhöht die Chance, Gegenstände zu finden. Das finde ich gut. Und der Ring wirkt direkt schon mal nicht. Hartsteinscherbe 1. Wir müssen aber auch irgendwann noch den die Drachen besiegen, ne? Okay. Gucken wir mal. Ghost of Tsushima wäre nice. Finde ich auch. Da habe ich auch schon mega Bock drauf. Gönn vor allem dir und vielen anderen auch die erzielten Erfolge. Ich wünschte nur, dass bei mir selbst nicht alles so mies gelaufen wäre. Das einzige Gute an 2020 ist, dass mich dieses schlechte Jahr dazu gebracht hat, einiges an mir zu ändern und in einigen Dingen endlich meinen Hinterteil hochzubekommen. Das ist... Schade zu hören, dass das für dich nicht gut war. Ich will auch nicht tiefer nachbohren. Aber immerhin hat das dann auch eine positive Implikation dann für die Zukunft, wenn du sagst, dass das dich dazu gebracht hat, dass du an dir arbeitest. Und ich hoffe, dass das erwünschte Änderungen sind und dass du das dann auch langfristig machen kannst. Es ist halt immer schwer, Änderungen, die man dann auch irgendwie anfängt, auch wirklich dann komplett umzusetzen.
ist mir auch zum Beispiel dieses Jahr aufgefallen, Thema Abnehmen. Ja gut, man sagt immer, die ersten Kilo sind so die schwersten, dann verlierst du aber auch, also ich glaube, ja nie die leichtesten. Danach kommt so ein bisschen auf darauf an, also am Anfang verlierst du auch viel Wassergewicht und so weiter und so fort. Ich glaube, so konkret muss man da nicht mal werden. Ich hatte halt selbst relativ problemlos auch so die zweite Phase geschafft, aber dann trotzdem immer und immer und immer und immer wieder dieselbe Disziplin zu haben, ist halt schwierig. Und moin Aikido. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ich im Sommer immer wieder in so ein richtig tiefes Loch komme. Der Sommer ist halt wirklich für mich eine Jahreszeit, die schlimm ist. Also angefangen bei den ganzen Allergien, was hoffentlich irgendwann... Also es ist ja so, dass der Mensch sich immer wieder quasi neu entwickelt. Wäre halt cool, wenn das irgendwann so wäre, dass ich halt keine so krassen Allergien mehr hätte. Und das geht natürlich rüber bis hin zu... Du wirst schlapp, weil es ist viel zu heiß und ich bin eh jemand, der die Kälte gerne mag. Wobei wir in diesem Sommer keinen so heißen Sommer hatten. Oh ja, hau rein, Anton. Toi, toi, toi. Große... Nein! Schafsteinscherbe. Are you kidding me, Alter? Oh. Bei mir wurden meine Allergien so circa alle 7 bis 8 Jahre schlimmer oder besser, beziehungsweise verschwanden ganz und es kamen neue, also positiv denken. Das habe ich auch gehört, tatsächlich, dass das so ist, so 7, 8 Jahre. Ich hoffe, dass es bei mir dann auch gut hinhaut. Das wäre auf jeden Fall geil. Ja, Avery, mit 26 ist es eh alles easy. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, also, ich denke, das Wichtigste ist zu wissen, wo man hin will im Leben. Selbst wenn du es nicht so genau weißt, dann ist es halt einfach nur wichtig, irgendwas zu machen, was dir irgendwas bringt. Womit du dich gut fühlst. Was dir was bringt, heißt jetzt nicht unbedingt, ja, mach ein Studium oder sonst was, sondern wenn du dich halt irgendwie wohlfühlst mit irgendeiner bestimmten Arbeit oder so, dann geh der Arbeit nach oder mach irgendwas anderes, was dich erfüllt. Ich weiß gerade, in der Position des Streamers sagen da manche Leute, ja gut, du hast leicht reden und so, aber im Endeffekt ist das ja quasi genau das, was ich gerade predige. Und natürlich auch große Schafsteinscherbe. Hasst euch, Leute. Ja, und natürlich gibt es auch dieses Survivorship Bias, heißt es, glaube ich. Das, nur weil man jetzt quasi, nur weil jetzt ein Streamer, sagen wir, erfolgreich ist, heißt nicht, dass alle erfolgreich sein müssen. Und nur weil 10 oder 20 oder 1000 erfolgreich sind, heißt nicht, dass 1 Million auch erfolgreich sein können. Aber trotzdem, letztlich, warum nicht trotzdem irgendwie den großen Wünschen und Träumen hinterherjagen? Und vielleicht sind sie gar nicht so groß und verrückt und crazy und sonst was, sondern vielleicht sind es einfach nur ein, zwei realistische Ziele und mal nach rechts. Wieder nix. Ach, hey. Dark Gamer, ich glaube, du hattest es geschrieben. Weißt du vielleicht auch, wo der Händler etwa ist?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo in den Steinfang-Katakomben dann noch ein Händler ist, abgesehen vom Anfangshändler. Und moin, Robi-Tobi. Ich habe auch schon mal überlegt, was ich mir für 2021 so vornehme. 2020 hat es ja sehr gut geklappt. Und im Prinzip könnte ich sagen, größtenteils einfach so weitermachen, wie ich das Jahr auch irgendwie dieses Jahr umgesetzt habe. Weil ich bin halt für dieses Jahr wirklich unendlich zufrieden. Ich habe so viel positive Energie jetzt mittlerweile, was halt im letzten Jahr überhaupt nicht der Fall war. Und ich glaube, damit kann halt vieles einfach nur sehr gut werden. Nichts. Böse Nachricht. Art of Rally wird schon hart herausfordernd. Was meinst du, Warrior? Okay, komm schon. Jetzt noch einmal eine Hartsteinscherbe holen. Come on. Ich habe sogar jetzt das Item, mit dem wir ein bisschen mehr Luck haben sollten. Warum funktioniert das jetzt noch nicht? Ich habe auch tatsächlich seit Jahren zum ersten Mal so ein bisschen grobes Ziel in Zahlen. Was ich sonst, glaube ich, noch nie wirklich formuliert hatte. Oder nie so wirklich ernst gemeint hatte. Nein, Schafsteinscherbe. Aber dieses Jahr 200.000 Abos auf YouTube wäre natürlich schon nice. Und ansonsten eine Sache, die ich auf Twitch halt nice fänd. Wobei das halte ich mal sehr pauschal wäre, wenn sich das halt noch weiter irgendwie entwickelt hier und ein paar Leute mehr dann zuschauen. Und man da halt einfach so ein bisschen höheren Schnitt hätte. Das wäre auch auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich wollte gerade Gruppe B Heckantrieb testen, da ging es das Stratos ein zahmes Lamm. Ja gut, Gruppe B Heckantrieb, uff. Das ist ja, schwierig. Ich bin eh nie so der riesigste Fan von Heckantrieb im Rallye-Sport gewesen. Das passt halt, finde ich, nur geringfügig zusammen. Aber der Stratos war so für seine Klasse zumindest. Uff. Und moin, habe Justin. Avery will auch seine Haare färben. Nachdem es Jahre offen stand, wirst du es jetzt auch probieren. Nice. Welche Farbe soll es denn werden? Und welche Ausgangsfarbe denn? Also remember, falls du es selbst machst, wenn du dunkle Haare hast, musst du davor blondieren. Hm. Achso, ja gut, mit Allradautos geht es auf jeden Fall deutlich gechillter. Ja, Allrad ist vor allem auch in Gruppe B dann sehr, sehr gut. Okay. Ich glaube, das Spiel will uns ein wenig auf den Arm nehmen, aber mach trotzdem mit. Ohne dir die Hoffnung zu nehmen, Dave, aber habe das selbst nur aus einem Guide gelesen. Okay, ja gut. Wenn du nicht genau weißt, wo der Händler ist, ist ja auch kein Problem. Dann machen wir hier weiter. Achso, das ist der Zauberstab. Uff.
komm schon. Große Scharfsteinschere. Ach Leute, hat zugestochen. Ach komm. Blau oder grün? Als Geheimtipp habe ich Silber bekommen. Hau rein. Ich meine, gut, wenn du einen Mischmasch an Farben hast, wenn du Angst hast, weil du super blond bist und im Prinzip dann mehrfach irgendwie dunkel färben müsstest. Ich sag mal, so verschiedene Blautöne oder Grüntöne wären jetzt auch nicht das Schlimmste. Scharfsteinscherbe. Mhm. Oder halt auch verschiedene Silbertöne. Because why not? War früher so ein bisschen selbst, sagen wir, sehr konservativ, was so Aussehen angeht. Das eigene Aussehen. Haben halt nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Vor allem auch in Bezug auf zum Beispiel Tattoos. Habe ich mir halt gedacht, würde ich niemals machen. Was Tattoos angeht, bleibe ich dabei, weil eine Haarfarbe, die hast du mal. Dann wachsen deine Haare nach und ja, dann hast du irgendwann, wenn du die abschneidest, nicht mehr die Haarfarbe, die du dir eingefärbt hast. Aber wenn du jetzt mal überlegst, du hast ein Tattoo, das hast du dann quasi dein Leben lang. Jetzt stell dir mal vor, du hast zum Beispiel ein Blizzard-Tattoo und kannst dich nicht mehr mit dem Unternehmen identifizieren, weil du sagst, ey, Warcraft 3 finde ich irgendwie das Remaster, das haben sie komplett versemmelt und oder keine Ahnung, die Unternehmenswerte kannst du nicht mehr teilen. Ich will jetzt nicht CD Projekt Red zum Beispiel nehmen, weil, ja. Ich will da kein Bashing-Thema nochmal draus machen. Aber nimm von mir aus die und stell vor, jemand hätte ein CD Projekt Red Tattoo. Aber insgesamt bin ich halt deutlich entspannter, was das angeht. Und eine Person, ein Streamer und YouTuber, den ich da entdeckt habe, der auch sehr, sehr gechillt ist, was sowas angeht. Und bei dem ich die Art sehr entspannt finde. Und vermutlich habe ich mir auch so ein bisschen teilweise ein Vorbild dran genommen. Ist Tuddle. Cooler Typ, falls man den kennt. Witcher Tattoo Pock, Blizzard Tattoo Pock. Okay. Anton hat anscheinend beide. Stimmt, der Witcher Tattoo kenne ich. Das Blizzard Tattoo kenne ich nicht. Ah gut, Witcher ist auch nicht Dings. Witcher aus ist ja auch dann nicht CD Projekt Red. Tuddle? Ja. Ach, Blizzard ist in Planung, das Tattoo. Uff. Come on, großer Hartstein. Aspis. Ich habe ein neues Schild bekommen. Oha. Welcher Tuddle? Naja. Tuddle, TJ Beastie Boy? Ich glaube, so heißt der. Le Musiker. Der hat halt irgendwie auch im Gesicht irgendwie super, super, super viele Tattoos. Irgendwie in jedem Video eine andere Haarfarbe. Das ist halt so lustig, weil im Prinzip kannst du mit sehr vielen Tattoos im Gesicht halt extrem wie ein Assi aussehen. Monte sagt ja auch selbst, dass irgendwie so Assi sein Ding ist irgendwie. Deswegen kann ich auch ruhig sagen, dass man da so ein bisschen entweder wie Monte aussehen kann oder halt wie Tuddle, der halt super, super lieb aussieht. Der sieht halt aus wie so der liebste Kerl der Welt, weißt du? Aber das finde ich irgendwie so krass. Und der hat halt so eine geile, tiefe, beruhigende Stimme. Das finde ich halt. Also wenn der anfängt, also wenn er redet, ich finde halt wirklich, diese Stimme ist so richtig entspannt und
Weißt du, wenn er dann anfängt, irgendwas so über das Leben zu erzählen und sagt einfach, es ist ganz gechillt. Ja, ey, ich hatte halt einfach mal Bock, ein bisschen zu beatboxen und so. Das ist halt mega geil. Also ich gucke jetzt die Tadel-Videos dann auch nicht super, super regelmäßig. Wobei ich eh kaum Videos regelmäßig schaue. Das ist ja auch ein bisschen teilweise der Grund, warum ich selbst so eigene Videos hinterfragt habe. Da ich mir gedacht habe, ey, ich gucke bei anderen selbst die Videos nicht irgendwie komplett durch und ich gucke eigentlich gerne YouTube. Wäre auch irgendwie doof, wenn ich mir quasi selbst jetzt selbst Stuff mache, den ich irgendwie selbst nicht cool finde mehr oder so. Keine Ahnung was. Ab dem Gears of War Tattoo steht zum Glück noch für eine verstorbene Freundin. Uff. Ansonsten wäre es ein kompletter Fehler. Eieiei. Das ist eine krasse Geschichte dahinter. Und zu Gears of War muss man leider sagen, oder muss ich persönlich sagen, ich habe tatsächlich bei Gears of War bei Teil 2 ungefähr, also ich habe Teil 2 aus der Videothek damals ausgeliehen bekommen. Damit ist auch alles sehr, sehr normal, wobei das dürfte mittlerweile verjährt sein, also ich habe mir das aus der Videothek ausleihen dürfen. Und habe das auch sehr genossen. Ohne zu sagen, wie ich das Spiel qualitativ fand. Ich habe so das Gefühl, dass so ab Gears of War 3 dann so ein bisschen abwärts ging, tendenziell. Und Avitas! Merci für den Prime Sub hier. Ehrenmann Diggi. Hi Dave. Wünsche dir schon mal schöne Feiertage. Ehrenmann, dir auch, Mann. Merci. Dave ist ja noch 12 Stunden, wenn das so weitergeht. Ja. Ja. Das ist gerade schwierig. Teil 2 war der beste, alles danach ist so semi-gut. Ja, das ist so der Eindruck, den ich auch gewonnen habe. Also, ich finde das auch irgendwie immer ein bisschen schade, wenn dann so Serien irgendwann sich einfach so ein bisschen im Sande verlaufen und halt wirklich super unbedeutend werden. Und die werden auch immer weiter und weiter getrieben, weil wenn ich mir dann überlege, zum Beispiel, boah, Halo ist auch so eine Serie. Die war halt damals so unglaublich cool und alle fanden sie geil. Ich fand es immer schade, dass das Storytelling so furchtbar war, dass du... Große Hartsteinscherbe, weg hier. Nice. Gerade wo wir darüber gesprochen haben, wie lange es dauert. Das ist halt echt dieser Jinxing-Moment. Ich finde es super nice immer. Kaum redet man von etwas, schon passiert es. Vielleicht hätten wir schon viel früher darüber reden sollen, dass das halt super, super lang noch dauern wird. Riverdale, bestes Beispiel. Wofür? Ich habe gerade keine Ahnung, worüber ich genau gesprochen habe. Das hat mich eh gerade mental komplett eingenommen, dass wir jetzt das Langschwert auf plus 10 haben. Bam. Let's go. Und jetzt hat unsere Waffe richtig nice Werte. Scaling auf C und D, das ist schon mal gut. Oha, weißer Bogen. 30 Stärke, 24 Beweglichkeit brauche ich hier. Uff, Digi. Uff. Und Mirthammer haben wir auch bekommen. Aber jetzt haben wir 160 physischen Schaden plus 50. Das ist gut. Das war's. Auch wenn es nicht die stärkste Waffe ist, aber es ist trotzdem nice. Oh, Jack, das tut mir echt leid. Ich habe auch überlegt, ob ich dieses VIP-Status-Ding mit den Kanalpunkten überdenken soll, jetzt wo man halt die Vorhersagen hat. Weil im Prinzip jemand, der, sagen wir mal, 10.000 Kanalpunkte hat oder 20.000 Kanalpunkte gesammelt hat, der kann irgendwie zweimal richtig tippen mit allen Dings, die er hat, Kanalpunkten, und dann kann er sagen, yo, easy, ich hole mir den VIP-Status jetzt. So. Leute, seid ihr ready, dass wir weitermachen in dem crazy Gebiet, wo sogar diese komischen Dudes da
uns easy peasy weghitten. Wir stehen in. Okay, ich habe sehr, sehr viele Ja's gehört. Für Serien, welche am Anfang gut sind und danach schlechter bzw. unbedeutender werden. Riverdale. Achso, wahrscheinlich meinst du eine TV-Serie oder ist das ein Spiel? Ja gut, bei Filmserien oder TV-Serien kann ich dir da ein paar Beispiele nennen. Ich finde halt zum Beispiel Vikings wird nach der Schlangengrube echt schlecht. Genauso muss ich aber auch sagen, gefiel mir... Boah, also ich hab's nochmal schauen wollen, Walking Dead, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kommst du ja nochmal rein und kannst dann nochmal irgendwie das in irgendeiner Form genießen. Wow. Wo geht's denn hier weiter? Und ich muss ehrlich sagen, Walking Dead hat eine geile erste Folge. Eine sehr, sehr geile erste Staffel. Und alles danach ist bestenfalls mittelmäßig bis hin zu richtig schlecht. Wenn du jetzt das droppst, was ich gerade die ganze Zeit gefarmt habe, dann... Nee, tut er nicht. Aber dieselbe Kategorie zumindest. Das heißt, er hätte unsere Probleme auch lösen können. Hi, Kumpel. Walking Dead ist ein schwaches Beispiel, weil die ersten zwei Staffeln durch den Hype lebten, nicht durch die Qualität der Serie selber. Warum ist das ein schwaches Beispiel? Ich finde, die ersten zwei Staffeln waren gut. Die erste Staffel war gut. Und die zweite und alles danach war nicht gut. Also sorry, das... Ich weiß nicht, irgendwie... Sie ist halt immer gleich aufgebaut mit den immer gleichen Spannungsbogen und... Also dieses Thema Dreiecksbeziehung und sonst was war furchtbar. Moin Germanus! Vikings war nach der Grube für mich vorbei. Ja, ich finde auch, also ich fand das nicht so, also nicht so extrem, wie du das sagst für mich, aber das war zumindest ein riesen Downer. Und was danach passiert ist, die Serie hatte davor halt, finde ich, einen roten Faden. Und soweit ich weiß, hat sie auch einem historischen Vorbild quasi gefolgt. Und irgendwann ging die Serie komplett riot. Die hat sich so gedacht so, oh ja komm, wir machen das und der kämpft jetzt gegen den und das machen wir so und das machen wir so. Ich habe wirklich Vikings anfangs geliebt, weil diese Serie auch sowas hatte, was wenige Serien sonst bieten. Die war halt wirklich nicht nur halt... Also die hatte nicht nur ein spannendes Setting... Sondern die hat es auch wirklich gut umgesetzt. Also du hattest eine richtig schmutzige Welt und das wirkte auch genau so. Ach lol, Fallschaden bekommen. Brauchst du einen Fallschadenring? Oh, okay, vielleicht auch nicht. Okay, das Angebot steht by the way nicht mehr, wenn du so gemein bist. Jo, gute Nacht, Avery. Hau rein, mein Lieber. Walking Dead zieht sich wie ein Kaugummi und will einfach nicht so richtig gut sein, aber auch nicht sterben. Ja. Was
bei Walking Dead, finde ich, extrem krass für mich persönlich war, ist... ich fand sehr, sehr schnell schon die Hauptcharaktere fast allesamt nicht sympathisch. Ich fand so schnell richtig viele Charaktere richtig unsympathisch. Allen voran Rick Grimes. Ich weiß nicht, was alle an dem haben. Ich finde den unfassbar unsympathisch. Oder auch diese beiden Mädchen, von denen eines irgendwie plötzlich komplett anfängt durchzudrehen. Auch das ist sowas, wo ich mir denke... Weg mit dem. Weg damit und dann ist das Problem einfach fertig. Vikings war wirklich gut, mittlerweile würde ich aber The Last Kingdom als bessere Serie sehen. Das habe ich nicht gesehen. Dass ich diese immer weiter steigern konnte, wo Vikings leider immer mehr nachgelassen hat. Also Viking hat halt wirklich, finde ich, irgendwann vor allem unfassbar viel irrational handelnde Charaktere. Also ich weiß nicht, inwiefern man Vikings jetzt halt spoilern kann oder nicht, aber jeder wird sich halt denken können. Und ich finde auch, Vikings hat so viele Storystränge, die einfach nicht fertig erzählt wurden. Mal eine kurze Frage, erinnert ihr euch an diese eine Stelle in Vikings, als sie plötzlich in irgendeinem arabischen Gebiet waren, in so einer Wüste? So, retrospektiv betrachtet, was war das? Warum ist da nichts mehr passiert? Okay, Void erinnert sich dran, aber was war das denn? Okay, Last Kingdom findet in zur selben Zeit wie Viking statt. Nur aus Sicht der Engländer mit einer anderen Story, okay. Ja, ich find's halt schade, weil das Wikinger-Thema fand ich eigentlich sehr spannend. Alter, uff. Nice one. Das finde ich halt krass bei Demon's Souls und ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Auf einem bestimmten Level ist es halt wirklich so, dass du entweder stirbst, also entweder du stirbst oder der Gegner direkt stirbt. Ich glaube, ich fände es besser, wenn das ein bisschen... Uff. Mein Problem mit Serien ist, dass ich ungern was Neues schaue und dann immer auf denselben drei hocke. Das ist lustigerweise bei mir teilweise auch so. Uff. Eine Serie, die ich zum Beispiel nie so richtig gut fand, aus Produktionssicht, teilweise aus Storysicht und auch einfach, weil es so Plotholes waren und so weiter und so fort. Uff, war dann Supernatural. Aber ich habe Supernatural trotzdem irgendwie gerne zu Ende geguckt. Der Bait war real, Alter. So, jetzt wird's wieder lustig, ihr Lieben. Naja, Mensch gefressen als Vektor. Ja, aber das Ding ist, warum sollte man dieses Wüstending denn überhaupt reinbringen bei Vikings jetzt? Also ich finde halt, Ich hab diesen ganzen Punkt halt nicht verstanden, weil es ist ja jetzt auch nicht so, als ob das... Also, das ist ja ein komplett neues Setting. Das heißt, es wird irgendwie Geld gekostet haben, das Setting überhaupt so nachzubauen dann, wo sie halt in diesem arabischen Gebiet sind. Das bedeutet, dass die halt irgendwie Geld versenkt haben für irgendwie einen Plotbereich und auch Zeit vor allem. Ein Plotbereich, der halt irgendwie... super irrelevant ist. Warum nicht stattdessen irgendetwas zeigen von
einem Charakter, der... warum nicht irgendwas zeigen von... Passt auf, der Charakter ist folgender. Ich hoffe, ihr versteht's. Warum nicht von dem ein bisschen mehr zeigen oder so, weißt du? Warum überhaupt einführen? Das ist irgendwie... Weil Björn das Mittelmeer erforschen wollte, um zu zeigen, was mit ihm in der Zwischenzeit war. Ja, aber auch das... Das ist halt... Dann sollen sie das halt... In dem Fall, finde ich, sollten sie das halt sagen, aber nicht unbedingt zeigen. Weil es gibt halt wirklich zum Sehen so viel mehr spannende Geschichten, als das Mittelmeer kurz mal zu sehen, was da ist. Dann wird halt ein Mensch gefressen und weg da. Dass er sich auch überhaupt nicht staggern lässt durch die Attacken. Nö, ich mache einfach weiter. Ja, Breaking Bad ist auf jeden Fall super. Ich persönlich liebe auch... Westworld. Westworld ist meiner Meinung nach... eine herausragend gute Serie. Vor allem die ästhetische Komponente finde ich halt so schön bei Westworld. Waches Ende? Bei was? Breaking Bad oder? Supernatural waren die ersten 4 bis 5 Staffeln gut, danach haben sie einfach nur noch künstlich am Leben erhalten, zumindest kam es mir so vor. Ja gut, aber ich meine auch da, oha, wait a second. Auch da gab es halt einfach, ja, so Aspekte, wo ich mir immer an den Kopf gefasst habe und mir dachte so, zum Beispiel, nehmen wir mal den Punkt. Irgendwann in der Serie macht man auch so den Gag, warum, wie doof doch Sam und Dean sind, dass sie nicht die ganze Zeit ihre Waffen irgendwie an ihre Hände binden mit irgendeiner Schnur oder so. Und natürlich machen sie das nicht. Und klar, ich meine, das macht man wahrscheinlich, damit es irgendwie spannend bleibt. Aber ich denke mir dann auch, okay, wenn du quasi spannend bleiben willst, aber dafür die Qualität deiner Serie oder die Handlungen deiner Charaktere halt unlogisch werden... Dann ist es irgendwie eine komische Prämisse. Dann würde ich das halt schlecht beschrieben. What the f... Gott, das war knapp. Gute Nacht, Void. Hau rein. Crazy wurde von der ersten Folge von Breaking Bad gelangweilt. Uff. Ich kann da definitiv eine Empfehlung aussprechen für Breaking Bad. Narcos hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich finde vor allem die Visualisierung dessen, wie mächtig teilweise diese Dudes damals waren, extrem heftig. Dass halt so ein Pablo Escobar mal zwischenzeitlich einer der... Wie war das? 10 reichsten Menschen der Welt war. Ich glaube, mit der Zahl liege ich nicht so super weit weg. Das ist halt echt krass. Dexter und Lucifer waren auch okay. Dexter fand ich ziemlich cool. Und Lucifer ist halt wieder so eine klassische Serie wie Supernatural. Ich mag die Thematik gerne. Dieses Engels... Dämonen-Ding finde ich ganz cool. Aber wenn ich ehrlich bin, Lucifer finde ich halt echt... Ah. Also ich finde es halt schade, dass man da so ein bisschen faul in der Umsetzung teilweise ist. Ich glaube, du hättest halt viel mehr Potenzial irgendwie auch mit diesem Thema... was zu machen mit hier Teufel und Engel. Und da bleiben sie unter zumindest meinen persönlichen Erwartungen. Hi Kumpel. Sicario 1 und 2. Den ersten Sicario-Film habe ich gesehen. War der zweite gut? Bis hierhin sammelt man schon 5000 Seelen in diesem Level.
Alter, jetzt klar. Ah ja, Prison Break wurde auch vorhin nachgefragt. Sorry, dass ich da noch nicht drauf eingegangen bin. Prison Break habe ich die erste Staffel sehr genossen. Auch die zweite fand ich eigentlich ganz nice. Ich muss sagen, irgendwie kann ich den... Irgendwie konnte ich auch der dritten Staffel was abgewinnen. Weil ich halt grundsätzlich diesen... What the fuck? Das ist halt krass, ne? Die kochen ganz normal und irgendwie leben sie dann doch, ne? Wenn auch kein so unglaublich normales Leben mehr. Mach's gut, Kumpel. Ritterschild, Ritterschwert. Kann ich die... das Tor öffnen? Nein. Die Story war nicht mehr nachvollziehbar irgendwann. Kann ich, glaube ich, auch nichts widersetzen. Bei Prison Break ist das halt irgendwann schon so. Ich sag mal so, ich find's irgendwie ganz cool, dass man irgendwie immer so ein Thema aufmacht und dann sagt so, okay, wir haben auch eine Lösung für dieses Problem parat. Das Problem, was ich halt bei Prison Break so ein bisschen hab, ist, das sind halt sehr, sehr viele Deus Ex Machina Momente. Das heißt, du hast viele Momente, wo es plötzlich heißt so, oh oh. Achso, ich dachte kurz, der fliegt hier rüber. Du hast viele Momente, wo es heißt so, oh ja, und jetzt machen wir das und das. Und jetzt können wir das und das machen. Und jetzt können wir das und das machen. Und im Prinzip sind es halt so viele Ausflüchte, die man sich da quasi bereithält. Oh, hier kommst du nicht runter. Wow. Ja. Aber ansonsten, Prison Break fand ich dann doch ziemlich cool. Ja. Aber ja, für mich persönlich ist halt Westworld sehr, sehr stark. Wo ich halt komplett eingenickt bin, das war Better Call Saul. Was ist mit dir los, Kumpel? Hallo? Braucht ihr Hilfe? Überlass den Feuerspucker. Möge das Licht deinen Herrscher führen. Wir wollen Aria! Ich bezweifle, dass du mit dieser Taktik eine Chance hast. Aber okay. Seele eines legendären Helden. Seele eines legendären Helden. Nein, Dude. Hör auf zu sterben, Mann. Horizontal geworfen. Ja, 7 Damage. Cool. Okay, weiter. Oh, ihr seid es. Mein Vater ist dort oben. So etwas Ähnliches zumindest. Ein Dämon in seiner Gestalt. Zu Beginn meiner Mission wollte ich meinen Vater verstehen. Ihn wieder auf den richtigen Weg zurückbringen. Doch es war wohl alles umsonst. Bitte, tötet meinen Vater. In diesem Zustand bringt er dieses Land nur in Gefahr. Der Schlüssel öffnet Boletarias Mausoleum. Im Mausoleum liegt meines Vaters Schwert.
Dämonenbrand. Zwilling von Seelenbrand. Nehmt es und bereitet seinem Irrsinn ein Ende. Ich verstehe jetzt gerade nicht ganz, warum er damals so mad auf mich war. Beim ersten Playthrough war er mad auf mich. Oder ist das irgendwie ein... Okay. Es ist ein Phantom. Ich will nicht, dass dieser eine Dude stirbt, ne? Das würde ich ja jetzt unfassbar ungeil finden. Okay. What the hell? Warum zieht er mir trotzdem Leben ab? Oh, in Frieden, Kollege. Runenschwert und Runenschild. Okay. Auf geht's. Sons of Anarchy gesehen. Ist auch von dem, was ich gehört habe, eine Serie, die irgendwann sich so ein bisschen verlaufen hat. Wenn wir uns mal das Runenschwert betrachten. Also es sieht einfach phänomenal geil aus. D und E scaled es und haben wir doch das Runenschild. Das sieht auch super aus. Okay. Averill, was habe ich denn Wichtiges verpasst? Kann ich eventuell den Aufzug nochmal runterrufen? Etwas Semi-Wichtiges verpasst. Ah, okay. Ha, vielleicht habe ich es doch noch nicht verpasst. Okay, dann verrat's nicht. Die English Game für Fußballbegeisterte. Gut, bin ich nicht. Mining's the Drive of Survive. Drive to Survive. Ist ziemlich nice, ja. Ein Schalter, welcher eventuell einen Rückweg öffnet. Okay, hau raus. Oh Gott, habe ich eine Abkürzung eventuell vergessen? Abkürzung unbedingt Bescheid geben. Hands of Energy hat sich nicht verlaufen, merkt man besonders während der letzten Staffel. Keine Ahnung, ich sag nur, was ich gehört habe. Mate, das bringt nichts. Geh weg. Bring dich in Sicherheit. Okay, womit kann man denn die Drachen schnell besiegen? Brücke, wo der Drache das erste Mal stand. Schalter? Wo hat man denn hier den Schalter? Wollte ich gleich untersuchen.